Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, danke erstmal an Herrn Leitsch für die kabarettistische Einlage. Danke auch an Herrn Weig für die richtige Antwort darauf. Ich denke, wir müssen mal eins zur Kenntnis nehmen. Die Villa Rühl ist auch ein Symbol, nämlich für bestimmte Prozesse, die in dieser Stadt momentan passieren. Prozesse, die wir kritisch begleiten müssen, die natürlich ihre positiven Aspekte haben und die auch etwas zu tun haben mit der wirtschaftlichen Entwicklung in dieser Stadt. Aber diese Entwicklung führt eben auch dazu, dass bestimmte Räume verdrängt werden, dass bestimmte Spielräume für eine alternative Kultur, eine nicht kommerzielle Kultur enger werden. Und das eben auch gerade in räumlicher Hinsicht. Eigentum verpflichtet, das hat Herr Leitsch vorhin gesagt, das ist sicherlich richtig. Eigentum verpflichtet eigentlich dann eben auch die Uni Kassel, die dieses Gebäude hat weit über 10 Jahre lang leer stehen lassen. Und auch die Uni-Erweiterung, die ja prinzipiell durchaus Teil einer positiven Entwicklung ist, bringt natürlich ihre Opfer hervor. Unter anderem wird dem auch das vom AStA organisierte Kulturzentrum K19 zum Opfer fallen, das dann in irgendeiner Form im Rahmen des Studierendenhauses seine Wiederauferstehung feiern wird. Aber es wird natürlich nicht dasselbe sein, sondern es wird institutionell eingebettet sein in einer Weise, wie es das bisher nicht war. Wir haben erlebt in den letzten Jahren, wie tatsächlich diverse Projekte ihre Räume verloren haben, die sich seitdem nicht mehr in dieser Form haben etablieren können. Und wir glauben, dass es notwendig wäre, dass auch eine Stadtpolitik, die sich hier zusammenfindet, das zur Kenntnis nehmen sollte und mehr als das auch eine unterstützende Rolle für alternative Kultur, nicht kommerzielle Kultur übernehmen sollte und dabei eben nicht nur auf die Hochkultur schielen sollte. Und deshalb haben wir uns ganz bewusst entschlossen, diesen Antrag nicht einfach sang- und klanglos zurückzuziehen, sondern ihn hier durchaus aufrechtzuerhalten, um auch nochmal eine Möglichkeit für eine differenzierte Debatte zu finden.